Aber Leute, wir wollen heute mal die beiden Spiele Coin of Gods und Coin of Cornucopia gegeneinander testen. Coin of Gods ist ja jetzt ab 15. März auch auf den Merkur Magie-Spielautomaten verfügbar und richtet sich natürlich relativ stark nach dem Coin of Cornucopia. Deshalb haben wir gedacht, wir tun einfach mal die beiden Spiele gegeneinander austesten, machen hier jeweils 1 Euro Einsatz. Zeigen euch mal kurz hier die Gewinntabelle. Und zwar ist die bei beiden Spielen eigentlich identisch. Also wenn ihr 10 Linien habt, dann habt ihr beides mal den Hauptgewinn mit 500. Und sonst ist auch alles weitere gleich. Unten seht ihr, ein Gewinn wird ab 2 vollständigen Linien gezahlt. Und das ist rechts genauso. Jetzt machen wir einfach mal den Autostart rein und schauen uns das Ganze mal an, das aussieht. So. Ja, sehr hart auch. Also die Sounds sind relativ ähnlich. Und eigentlich sind auch also was muss letztendlich passieren? Ihr müsst hier einfach bei den Spielen, müsst ihr entweder waagrecht oder senkrecht einen Liniengewinn haben, aber ihr braucht halt jeweils mindestens 2 Liniengewinne, damit euer Gewinn ausgezahlt wird. Also wenn ihr nur eine Linie hier irgendwo habt, wie zum Beispiel hier, dann zahlt es nicht aus. Ihr seht, also waagrecht, senkrecht, natürlich auch diagonal, allerdings halt nur immer 4 Stück. Also diagonal könnt ihr entweder von oben links nach rechts oben unten oder von links unten nach rechts oben gewinnen. Manchmal ist es natürlich wirklich so, dass man relativ viele Symbole auf dem Bildschirm hat, aber trotzdem der Gewinn natürlich niedrig ist, weil ihr wirklich dann diese Linien braucht. Also ihr habt nichts davon, wenn ihr hier ganz viele Symbole habt, die nicht miteinander zusammenhängen. Also gespielt werden kann sowohl Coin of Gods als auch Coin of Cornucopia online bei Sunmaker. Den Link lassen wir euch in der Videobeschreibung da. Und Coin of Cornucopia kann bereits auch schon an den Merkur-Automaten gespielt werden. Coin of Gods, wie gesagt, ab 15. März.